Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Landausflug mit uns. Wir sind mittlerweile in Tromsø angekommen auf unserer Rundreise mit der Aida Bella durch Norwegen. Ja, wir werden heute hier wieder auf eigene Faust unterwegs sein. Es gibt einen Shuttlebus, wir liegen nämlich im Industriehafen von Tromsø. Das Zentrum ist etwa 4,5 Kilometer entfernt, das fahren wir lieber mit dem Bus. Man kann es auch zu Fuß laufen, aber wir haben Henry dabei, der mag gerne Bus fahren und dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Das Ticket kostet aktuell 10 Euro. Es soll auch hier eine Seilbahn geben und einen Hausberg. Die Eismeerkathedrale soll noch ganz gut im Trend liegen, mal gucken, was wir machen. Es gibt ein paar Sehenswürdigkeiten. Es gibt zur Not auch Museen, wenn einem das zu kalt wird. Die klangen auch sehr interessant über das Leben hier im Norden. Ihr seid auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein. Und dann würden wir schon sagen, auf geht's, los geht's. Ja, und für Henry gibt es hier jede Menge Baustellen gerade zu sehen. Total spannend. Du, ne? Und schon sind wir im Zentrum von Tromsø angekommen, dem etwas kleineren Pier hier, und wir wurden quasi begrüßt von einem Hurtigrutenschiff. Das wollen wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Wir sind mit dem Bus hier abgesetzt worden, mit dem Shuttlebus von Aida, können nachher auch mit dem Bus natürlich immer wieder zurückfahren zu verschiedenen Uhrzeiten, da ist man so ein bisschen ungebunden. Und wenn man sich hier so ein bisschen umguckt, das Zentrum von Tromsø sieht so schon ziemlich vielversprechend aus, schöne alte Holzhäuser und so. Ja. Ja. Und dann sind wir schon mal sehr gespannt. Zur Eismeerkathedrale und zur Seilbahn ist es leider ein ganz schönes Stück. Wir müssen noch über die Brücke rüber auf die Insel. Ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Aber jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Und da sieht man auch schon eins der Hurtigrutenschiffe im Hintergrund. Hurtigruten, die machen ja eigentlich die Norwegen-Kreuzfahrt. Es ist nicht so komfortabel wie mit Aida oder irgendeinem anderen großen Kreuzfahrtschiff, aber die Schiffe sind viel kleiner, kommen dafür auch in die engen Fjorde rein und man sieht da natürlich auch wirklich mehr und Sachen, die man sonst mit den großen Schiffen gar nicht sehen kann. Aber es ist kein reines Kreuzfahrtschiff, es ist auch ein Transportmittel und es transportiert eben auch Güter. Es ist eine Fähre und es werden auch natürlich die Post und Pakete ausgeliefert. Aber natürlich gibt es doch schon einiges an Luxus, aber natürlich mit so einem großen Kreuzfahrtschiff nicht zu vergleichen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist es auch schon ein länger gehegter Traum von uns, einmal mit einem Hurtigrutenschiff unterwegs zu sein. Das ist halt anderer Luxus. Ein Träummuseum, auch mal ein anderes Museum. Unser kleiner Troll hier, der ist eingeschlafen. Der ist hinten in der Manduka bei mir. Na, Corinna, kriegt man doch nicht gleich Lust, umzusatteln? Ich wollte gerade sagen, sieht auch echt nett aus. Wir haben ja auf der Aida Bella gerade eine Innenkabine. Und ich muss sagen, mir macht die Klimaanlage sehr zu schaffen. Und Robert sagte nur zu mir, ja, auf den Hurtigruten wird es aber dann auch eine Innenkabine werden. Gut, damit könnte ich leben. Das sieht auf jeden Fall nett aus, das Schiff. Ein Troll auf Skiern. Weiter geht's. Eine schöne Holzkirche. Corinna, das ist die Eismeerkathedrale. Fällt sie nicht drauf rein? Ah, nicht ganz. Ja, hier ist einiges mehr los, aber irgendwie erinnert mich das gerade an Braunlage hier mit den Hütten. In Tromsø gibt es sogar ein Hardrock-Café. Und da gehen wir jetzt rein.
das. Ich habe schon was gefunden. Das vielleicht nördlichste Hardrock-Café der Welt. Cool, zeig mal, Cola, mit der Eismeerkathedrale. Das ist mir ein bisschen zu bunt. Alternativ zum bekannten Hardrock-Teddy gibt es hier den Hardrock. Elch. Yay. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Und wer noch eine warme Jacke braucht, hier gibt es im Hardrock Café sogar warme Jacken. Wenn du das jetzt mit Latschen weißt. Robi. Hier gibt's noch Robbenschuhe. Das können wir doch nicht ernst meinen. Das heißt bestimmt nur so, Corinna. Hat sich immer jahrhundertelang gut bewährt bei den Samen. Aber nicht bei den Robben. Nicht, dass der Robby Robb dann noch als Schuh endet. Das riecht gut. Das werde ich auf Aida so auch bestimmt nicht kriegen. Das deutsche Bäckerhandwerk wird von den Norwegern hochgeschätzt. Das nenne ich mal ein Troll. Wie wär's mit einer Walwurst, Corinna? Ja, das ist natürlich richtig krass, dass sich so ein modernes Land wie Norwegen nicht an diese ganzen Konventionen hält. Dickes Ding! Henry, das ist kein Kuschelteddybär. Kann er drauf reiten? Ja, das eine können wir auf jeden Fall jetzt schon sagen. Tromsø von den Städten her ein absolutes Highlight bisher auf jeden Fall. Und wir haben noch nicht mal die Sehenswürdigkeiten gesehen. Wie ein Eisberg. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei der Brücke angekommen. Da soll es jetzt rüber gehen und dann sind es noch 2 Kilometer. Dann haben wir es zumindest zu einer Sehenswürdigkeit, und zwar zur Eismeerkathedrale, geschafft. Noch sind wir nicht da. Mal sehen, ob wir ankommen. Wow, von hier hat man schon mal einen richtig guten Blick auf die Hurtigruten. Voll krass, wie die Enten da tauchen. Jetzt hinter uns gelassen und jetzt schaut mal, mit welchem Anblick wir belohnt werden.
Yeah, die Eismeerkathedrale. Die Autos sind immer so krass laut wegen den Spikes. Ist ganz schön laut. Die Hurtigruten haben eindeutig den besseren Stellplatz in Tromsø. Viel besser wie die Aida Bella. Die liegt nämlich hier im Industriehafen von Tromsø. Krass, WLAN in der Kirche. Da sind die in Skandinavien einfach weiter mit wie bei uns. Nicht nur in Skandinavien. Ich habe schnell mein Hörbuch runtergeladen. Da oben kann man die Bergstation von der Seilbahn sehen. Die werden wir heute allerdings nicht mehr besichtigen bzw. besuchen. Und tschüss, Eismeerkathedrale. Auch hier, obwohl es schon dunkel wird, so schön klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Da sieht man sie ganz in klein, die Eismeerkathedrale. Wir sind wieder auf der anderen Seite. Das ist meine Yacht, ne? Da kannst du Eisberge mit wegrammen. Ich habe schon zu viel gesprochen. Wenn sie sie nicht alle wegfischen würden, ne? Unser Shuttlebus ist, also nicht unser, ungeplant ist gerade ein Shuttlebus vorgefallen und den nehmen wir jetzt spontan einfach mal zurück zum Schiff. Ja, richtig schön mit der Kälte und den Lichtern kommt richtig Winter-Weihnachtsstimmung auf. Tromsø war auf jeden Fall sehr, sehr schön, hat mir bisher am besten gefallen. Ja, ein bisschen traurig, dass es jetzt schon weitergeht, aber ich bin gespannt, was wir noch so zu bieten bekommen. Und vor allem sind wir auch gespannt, und ihr könnt auch drauf gespannt sein, während wir heute noch Polarlichter sehen. Wir haben uns gestärkt, haben noch ein bisschen was gegessen und jetzt haben wir schon wieder eine nächste Aufgabe. Und zwar Kabinenwechsel, bevor wir auslaufen. Ja, das ist jetzt tatsächlich dann schon der zweite Kabinenwechsel, der zweite Umzug. Wir haben tatsächlich nochmal um ein Kabinen-Upgrade gebeten. Und zwar werden wir jetzt auf eine Balkonkabine wechseln, weil mir tatsächlich einfach diese Klimaanlagenluft so sehr zu schaffen macht, dass ich heute Nacht fast eine Panikattacke hatte, weil ich keine Luft bekommen habe.
Und genau, das ist eine Balkonkabine frei geworden und wir haben lange hin und her überlegt, weil es ist natürlich eine finanzielle Sache und die Kabine liegt deutlich weiter hinten. Jetzt, die Kabine ist sehr mittig, was natürlich richtig von Vorteil bei Seegang ist. Und ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Seegang. Ich hoffe, es bleibt ruhig bis zum Ende der Reise, weil sonst kriege ich das nächste Problem. Und nochmal, die Kabine will ich nicht wechseln. So, aber jetzt heißt es also Koffer packen, dann können wir das Auslaufen nämlich von unserem neuen Balkon aus sehen. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Kabine. Ja, die Koffer müssen natürlich erstmal ausgepackt werden, ganz frisch eingezogen. Ja, ihr seht schon, ganz normal, Doppelbett wie unten auch. Aber hier noch ein kleines Sofa und ein Tisch. Und dann der Balkon. Kleine Korrektur, wir sind von oben wieder nach unten gezogen. Ich weiß auch nicht, warum ich unten gesagt habe. Wahrscheinlich wegen der unteren Kategorie. Da sitzt schon Pepper Woods. Und Henry, wie gefällt dir unsere neue Kabine? Ich glaube gut. Oh, hier haben wir sogar so eine schöne Bilder. Guck mal da. Wow. In der anderen Kabine hatten wir nur diese Palmen und diese Viruszeichen da. Also das sieht echt so aus wie zu Hause, die Bilder, als ob Henry das gemalt hätte. Das war ein Witz. Jeden Moment laufen wir aus. Das ist schon mal sehr gespannt. Es regnet, es regnet. Da waren wir vorhin, da ist die Brücke, wo wir rübergelaufen sind. Und auf der anderen Seite lag das Hurtigrutenschiff. Da oben, wo Licht an ist, auf dem Berg, da wäre die Seilbahnstation gewesen. Und da sieht man ja die Eismeerkathedrale auch noch. Henry, wie gefällt dir die neue Kabine? Das Horn tutet so leise, das ist von hier gar nicht zu hören. Wir sind ja jetzt mehr am Heck und das Horn ist natürlich vorne am Bug kaum was zu hören.